Emotionen in unserem Leben bilden eine so große Chance, dass wir uns überhaupt nicht leisten können, darauf zu verzichten. Emotionen steuern so viel. Der Satz, der sehr häufig kommt von Menschen, ist folgender. Emotionen, wenn es um Emotionen geht, und auch vielleicht um traurige Emotionen, dann kommt immer folgender Satz. Emotionen sollten gelebt werden. Schön an diesem Satz ist, deswegen habe ich diesen Satz gewählt, dass hier sollten steht. Es gibt auch den Satz, Emotionen müssen gelebt werden. Ihr müsst nichts in eurem Leben. Wenn euch jemand sagt, ihr müsst eure Emotionen leben, wenn ihr traurig seid, dann ja, nehmt dies bitte nicht an. Ihr müsst überhaupt nichts. Ihr dürft. Das Leben ist für uns alle ein Geschenk. Und alles, was wir haben, alles, was wir erleben und alles, was wir spüren, das dürfen wir. Eine gewisse Dankbarkeit für das Leben ist die Grundlage einer grundsätzlichen Gesundheit. Von daher, wir dürfen. Und wenn jemand sagt, ihr müsst, dann liegt dem ein gedankliches Konstrukt zugrunde. Und diese gedanklichen Konstrukte können selten die Realität abbilden. Was sind denn nun Emotionen, um die es ja heute geht? Emotionen sind... Emotionen sind grundsätzlich erstmal auch genetisch verankert. Das ist schon mal eine Sache, die wir alle auch annehmen. Das Konzept der genetischen Verankerung der Emotionen wird allerdings zu weit getrieben. Die grundsätzlichen Dinge wie Freude und Trauer, diese Dinge, die sind natürlich tatsächlich in unserer Genetik verankert und auch in der Genetik von anderen Lebewesen. Ein Tier freut sich, wenn es Spaß hat, und wenn es keinen Spaß hat, dann ist es eben dann auch traurig. Und was aber wir in unserem Land vor allem, möchte ich da auch dazu sagen, wenn ich von Deutschland rede, oft überhaupt nicht betrachtet wird, ist, dass diese Emotionen im Laufe eines Lebens beschrieben werden können, neu beschrieben werden können. Emotionen können sich ändern, weil Emotionen, da kommen wir zu der Frage, was sind Emotionen? Sie sind Annahmen über die Realität. Das ist ganz wichtig, oder noch besser vielleicht hinzuschreiben, sie sind ein Resultat. Sie sind ein Resultat. Der Annahmen über die Realität. Wenn wir annehmen, wir müssen jetzt traurig sein, weil alle Generationen vor uns waren traurig bei diesem Ereignis. Wenn wir annehmen, wir müssen glücklich sein, weil ich sehe überall in den Medien, dass man darüber glücklich sein muss, dann sind wir glücklich, dann sind wir traurig. Wenn wir allerdings jetzt uns konditionieren, uns quasi beschreiben, neu beschreiben und die Möglichkeit ist existent, dann können wir diese Emotion nutzbar machen und wir können diese Emotion verändern. Denn Emotionen, wie wir sie kennengelernt haben, also das Resultat der Annahmen über die Realität, das ist im weitesten Sinne eine Komfortzone, würde ich schon fast sagen. Im weitesten Sinne ist das ja, wie so eine Komfortzone, wo wir uns drauflegen können. Ne? Wo wir zufrieden sind, wo wir sagen, okay, das ist so, wenn das und das passiert, wenn ich nicht erfolgreich bin, dann bin ich etwas betrübt, weil andere sind erfolgreich und die Erfolgreichen, die laufen immer rum mit so einem Grinsen und von daher, ja, ist das gut, das andere ist schlecht und entsprechend die Emotionen dazu. Und das ist aber, wenn wir schon
einfach mal in unsere Welt schauen, wie sie jetzt ist, nicht nur in Deutschland, sondern generell in die Welt. Da gibt es zum Beispiel Kulturen, Völker, die sehen den Tod als eine Gesundung. Die sehen das Leben als Krankheit und von dem sie dann nach dem Tod befreit werden. Und wenn wir, sage ich mal, ehrlich zu uns sind und unsere Gesellschaft anschauen, wie sie derzeit ist, mit all den Krankheiten, mit all diesen geistigen Zwangsverhalten, ne? Oder die zwei Gruppen, die einen, die Hypersensiblen, die, ja, die sehr viele Ängste haben, Phobien und die dann oft in Verschwörungstheorien enden. Und die andere Gruppe, die recht stumpf durchs Leben geht, sehr konditioniert ist und ja, eigentlich alles so lassen will, wie es ist, so das gut haben möchte. Also vor allem sind wir wieder bei der Komfortzone. Dann ist das schon irgendwo eine Sache, die nicht natürlich ist. Die Natürlichkeit zeichnet sich dadurch aus, dass alles im Flow ist. Dass alles eine gesunde, goldene Mitte ist. Und das können die Extreme niemals sein. Und von daher macht es schon Sinn, dass wenn Kulturen sagen, okay, wenn wir dann wieder wenn wir den Verstand verlieren, wenn wir nicht mehr als Mensch existieren, sondern unsere Energie sich wieder transformiert in den, großen universellen Organismus, dann geht wieder alles seinen rechten Gang, dann ist es wieder gesund. So. Und diese Menschen, die trauen nicht, sondern die finden das als Erlösung, die finden das gut. Sie können sich auch nicht so ganz vom Ego lösen und genießen das Leben, sondern bringen sich nicht einfach komplett um, sondern sie genießen irgendwo doch das Leben, versuchen es zu genießen und fallen dann aber eben auch in solche Zwangshandlungen, in solche Gedankenkonstrukte hinein, wie wir alle, wir können uns alle nicht davon freimachen, gerade in diesem Land, aber sie nehmen dann, wenn der Tod kommt, das nicht als Trauer auf, sondern machen einfach das Beste draus, indem sie dann wieder back to the roots, zurück zur Natürlichkeit, auch wieder das dann entsprechend einordnen. So, das heißt, Emotionen sind nicht zwangsläufig so, wie wir sie einmal kennengelernt haben, ne? Sondern wir können, und das ist eben auch die Grundaussage heute, obwohl diese quasi genetisch verankert sind, können wir Menschen, so denn wir das wünschen, so denn wir das wirklich auch wollen, können wir diese Emotionen auf uns nutzbar machen. Wir können das als Werkzeug nehmen und nutzen. Das ist doch wunderbar. Das ist doch wunderbar, dass wir uns modifizieren können. In den Punkten, wo wir sagen, hey, das ist nicht so toll. Wir können uns modifizieren. Und wie geht das nun? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und da, wer jetzt schon ein paar Videos von mir gesehen hat, der wird natürlich eine Sache, so wird eine Sache aufpoppen. Und das ist das NLP. Neurolinguale Programmierung. Ich habe da auch ein Video dazu schon gemacht, auch wie Neuronen funktionieren. Ich verlinke euch das vielleicht mal oben. Da geht es darum, um die Macht der Worte. Das ist eng verbunden mit dem NLP. Das ist ein Punkt hier. Wir können gewisse Worte können wir mit einer Bedeutung belegen. Wir können uns zum Beispiel an eine schöne Zeit erinnern, wo wir freudig erregt waren. Zum Beispiel sagen wir Kindheit. Und dieses Wort Kindheit wird bei einigen Menschen mit Freude assoziiert sein. Und so kann man im alltäglichen Leben durch das Wort Kindheit auch Freude in sich hervorrufen. Das heißt, Emotionen können hervorgerufen werden. Wer natürlich eine schlechte Kindheit gehabt hat, der wird damit ganz andere Assoziationen haben. Aber, und das ist das Tolle, wir können unsere Anker, unsere Worte, unsere Assoziationen, also es ist immer so, dass ein Wort immer in Verbindung mit einer Emotion steht. Nicht jedes Wort steht in Verbindung mit einer Emotion, aber Worte und Emotionen können in Verbindung stehen. Das haben ein Potenzial und oftmals ist es so. Und diese Verbindung hier rein, da quasi das Neue zu beschriften, das ist Sinn von NLP.
Und da könnt ihr tatsächlich einiges erreichen. Da gibt es auch ein Buch, was ich immer wieder an der Stelle empfehle. Das ist das Buch, das ist der Schöpfer der Wirklichkeit. Ich kürze das mal ab. Das ist eine zweite Sache, die ich in dem Themengebiet Emotionen und Nutzung von Emotionen und sich selbst neu beschreiben, auf jeden Fall auch empfehlen würde. Schöpfer der Wirklichkeit hat mein Leben damals ziemlich umgekrempelt und war auch ein Teil dessen, warum ich jetzt dort bin, wo ich bin. Ich glaube, dieses Buch, da übertreibe ich nicht, wenn ich sage, das hatte von allen Büchern, die ich gelesen habe, den größten Einfluss. Obwohl ich die heutzutage, da sage ich teilweise, boah, das ist zu oberflächlich oder das ist mir zu sensationsgeil, weil es ein amerikanischer Autor geschrieben hat. Aber zu damals, der damaligen Zeit, wo ich so richtig festgefahren war, hier unten in dem Bettlack, in dem Bett der Komfortzone, da war das eine Sache, die mich extrem geboostet hat. Und dann geht es nämlich darum, dass wir, wenn wir eine Emotion uns zu eigen machen, nicht eine Emotion zu eigen machen, wenn wir uns einen Gedankengang zu eigen machen, eine Verknüpfung Emotionen, Bewertungen, wenn wir darüber reflektieren, was wir oder warum wir jetzt negativ uns fühlen, warum wir irgendwas, eine Situation als negativ betrachten, zum Beispiel den Jobverlust. Wenn wir da reingehen und wenn wir da analysieren, dann werden wir Folgendes feststellen. Wir werden Situationen automatisch bewerten. Und diese Bewertungen, die wir treffen, ist der dritte große Punkt, wo wir ansetzen können. Wir können diese Bewertungen im Sinne von, das ist gut oder das ist schlecht, relativieren, wenn wir darüber nachdenken, wie könnte man dieses anders sehen? Also wie könnte man diese Situation in einem anderen Licht betrachten? Oder ein praktisches Beispiel, wie würde diese und diese Volksgruppe oder diese und dieser Mensch, diese oder dieses Familienmitglied diese Situation sehen? Wenn wir genau wissen, dass dieses Familienmitglied oder diese Volksgruppe die Situation anders sehen würde. Wir können uns anhand der Bewertungen oder der Bewertung einer Situation, können wir uns in diese Person reinfühlen und dann dieses Gefühl auf die Situation übertragen. Nur mal als Rollenspiel. Wir sind ja traurig, weil das und das passiert ist. Wir sind traurig, weil die Beziehung ist wieder zu Bruch gegangen. Aber was wäre denn, wenn ich so spüren würde, wie Our Spirit, dieser YouTube-Kanal, und der da von bedingungsloser Liebe redet und jeder Mensch soll erblühen und unabhängig von mir, wie wäre das denn, wenn ich diesen Menschen einfach freilasse, weil er glücklich ist ohne mich? Und wie wäre es denn, wenn ich dabei ein gutes Gefühl habe? Wie würde sich das denn anfühlen? Ja? Also diese Bewertung ändern. Und da kommen wir zu einem Punkt, der in diesem Kontext sehr, sehr wichtig ist. Sehr, sehr wichtig, weil so klug und so schön sich das alles anhört, aber eine Sache ist essentiell. Eine Sache ist absolut essentiell und das ist, dass man diese Dinge tatsächlich dann auch trainiert. Das ist wirklich so ein Punkt, da kann gar nicht groß genug geschrieben werden. Training. Ihr müsst es trainieren. Egal was ihr tut, ob ihr mit Worten hantiert, also über das NLP geht, ob ihr beim Schöpfer der Wirklichkeit diese Mechanismen anwendet, die in diesem Buch genannt sind, oder ob ihr mit den Bewertungen arbeitet, dass ihr das vielleicht anders bewertet. Ihr müsst es immer wieder tun. Ihr müsst es immer, immer wieder trainieren. Und wenn ihr das tut, am Anfang
ist das eine Spielerei. Am Anfang ist es auch oft schwer in der Situation. Aber wenn er das immer und immer wieder tut, wenn er immer und immer wieder trainiert, macht immer wieder diesen selben Prozess, dann passiert Folgendes. Und ich garantiere euch, dass das passiert. Ich garantiere euch das. Es geht gar nicht anders. Sowohl neurologisch als auch aus meiner Erfahrung begründet, ist dieses Statement so absolut gehalten. Ihr macht das, ihr trainiert das und dann werdet ihr irgendwann feststellen, das hilft. Ihr werdet irgendwann realisieren, das hilft. Und was dann passiert, wenn ihr hier an dem Punkt seid, jetzt seid ihr in dem Modus, okay, Werkzeuge, Tools benutzen, Worte, Bewertungen, vielleicht das Buch lesen, vielleicht jedes Tool alleine reicht schon vollkommen aus. Wenn ihr das trainiert, kommt ihr irgendwann zu dem Punkt, dann sagt ihr, wow, ich bin gar nicht mehr traurig, wenn ich eigentlich traurig zu sein hätte. Wenn die Annahmen der Realität sich verändert haben. Ich bin gar nicht mehr traurig. Und dann passiert Folgendes. Und auch das ist zwangsläufig, da könnt ihr gar nichts dagegen tun. Ihr fangt an zu saugen. Ihr fangt an, Emotionen, Probleme anzusaugen in eurem Geist. Ihr werdet Probleme, die ihr habt, Probleme, die andere haben, ihr werdet die analysieren wollen. Ihr werdet einen Forscherdrang entwickeln. Ihr werdet wie so ein kleines Kind überlegen, wir haben eine Begeisterung, wie könnte ich das denn anders sehen, wie könnte ich das denn anders machen? Daran möchte ich jetzt arbeiten. Die Angst vorm Tod, daran möchte ich jetzt arbeiten. Ich möchte jetzt arbeiten daran, dass ich so gesteuert bin, dass ich so ein Sicherheitsdenken habe und dass ich nicht einfach sagen kann, okay, ich kündige jetzt und gehe meinen Weg des Herzens und habe dann eine große Angst, an die gehe ich jetzt ran. Ja? Das sind die großen Themen unserer Gesellschaft. Und dann wird das hier ein Riesenkreislauf. Euer Leben Stück für Stück, und das geht natürlich über Jahre, ich habe das selber erfahren, das geht über Jahre. Stück für Stück werdet ihr euch ändern, weil ihr erkennt, dass das, wie ihr denkt, was alles genetisch verankert ist, was eure Realität ist, dieses transformiert sich. Und das ist genau das Wesen der Realität und die Diskussion darüber. Es gibt keine Realität, die von einem Individuum dargestellt werden kann. Jeder hat seine subjektive Realität. Wenn ein Arbeitsloser heute hier im ALG 2 darüber schimpft, wie schlecht ihm es geht, und man das in Relation setzen würde mit einem Kaiser vor 1000 Jahren, dann lebt er besser als ein Kaiser vor 1000 Jahren. Das ist eine relative Betrachtung, das ist eine Annahme der Realität. Weil wir in den Medienberichten immer nur solche Härtefälle sehen und wie schlecht es den Menschen geht und wie schlecht es uns allen geht. Wie viel Krieg überall ist und Terrorismus und alles ist nur noch schlimm. Ist das unsere Realität? Das ist eine andere Problematik, Bereich der Medien. Und umso schöner, dass ihr so ein kleines Refugium wie mein Kanal gefunden habt. Und es gibt noch viele, viele andere, die auch bewusst mit den Dingen umgehen. Und dann könnt ihr eure Annahme der Realität verändern. Und diese Annahme der Realität ist Grundlage eurer Emotionen. Und wenn ihr das geschafft habt, ihr seid Herr über eure Emotionen. Bis zum gewissen Teil. Ne? Es gibt rudimentäre, wirklich genetisch tief verankerte Sachen. Ich glaube kaum, dass einer in unserer Gesellschaft sich freuen wird, wenn sein Kind stirbt. Ne? Das werden wir nicht schaffen, glaube ich. Vielleicht, keine Ahnung. Aber weil die ja schon moralisch sagen, hey, du bist verrückt, dass du das nur sagst. Ich glaube nicht, das ist zu fest bei uns verankert. Aber ich bin mir zu 100% sicher, es wäre möglich. Weil andere Kulturen können das. Sie können die Annahmen entsprechend verändern und die Realität anpassen. Weil es gibt keine Realität, die wirklich Realität ist.
Es gibt nur subjektive Realitäten und jeder lebt in seiner Welt, in seinem Tunnel. Ihr kennt das zu Genüge aus diversen Diskussionen, die ihr geführt habt. Da kommt man dann einfach nicht heran. Und ja, das ist meine Inspiration für heute. Nutzt eure Emotionen. Saugt sie irgendwann an. Das könnt ihr dann machen, wenn ihr diese Emotionen einmalig bearbeitet habt. Wenn ihr quasi mit Hammer und Meißel rangegangen seid und diese Emotionen wirklich mal analysiert habt und wirklich mal experimentiert habt und dann eben hier dazu kommt und sagt, ja, 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 ja. Ne? Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Tschüss.